16 Punkte vorberichtet heute vom ersten Auswärtsspiel vom ASV 13 gegen Vienna 1B hier im 20. Bezirk. Wir sind schon gespannt, wie das Spiel ausgeht. Freuen Sie sich auf eine hoffentlich spannende Runde. Es war ein hitziges Spiel und das lag nicht nur am Wetter. Die erste Halbzeit startete nicht gut für die Hitzinger. Bereits nach wenigen Minuten dominierten die Gastgeber das Spieltempo und bereits in der 7. Spielminute folgte das 1:0. Ein regelrechter Torhagel setzte ein, so folgte das 2:0 in der 20. Spielminute, das 3:0 nur 3 Minuten später und in der 26. Spielminute darauf gelang Vienna das 4:0. Eine scheinbar gelähmte ASV 13-Mannschaft fand kein Mittel, um das Spieltempo der Gastgeber zu bremsen. Dann in der 38. Spielminute endlich das 4:1 durch ASV-Spieler Nummer 11. Schocksekunde dann vor Ende der ersten Halbzeit, ein weiteres Tor für Vienna, Pausenstand somit 5:1. Doch mit Anpfiff zur zweiten Halbzeit mobilisierten die Hitzinger nochmal alles und fanden ins Spiel zurück. Nun kam Vienna nicht hinterher und es folgte eine starke Aufholjagd seitens des ASV 13. So folgte das 5:2 in der 52. Spielminute durch ASV-Spieler Nummer 9, in der 82. Spielminute schoss Nummer 10 das 5:3 und in der 91. Spielminute gelang Spieler Nummer 17 das 5:4 und damit endete diese Partie. Herr Fuchs, herzliche Gratulation zum Sieg, wobei es ja in der zweiten Halbzeit ein bisschen knapp geworden ist. Ja, es war in der zweiten Halbzeit, hat man gesehen, wir haben heute Spieler gehabt, die aus wie der Herr Berischer oder wie der Herr Chandl lange nicht gespielt haben und dann auch schon müde geworden sind, weil es war heute sehr heiß. Und dadurch sind wir auch ein bisschen in Straucheln gekommen, aber nach unseren Chancen nach hätten wir müssen den Sack zumachen und mindestens noch 3 Tore schießen. Aber es ist so im Fußball halt, was man nicht schießt, bekommt man dann und dann wird es halt knapp. Also mit der ersten Halbzeit war ich sehr zufrieden. Wir haben sehr gute Flügelspieler gehabt, wir haben sehr gut geflankt und die Kopfbälle sind alle wirklich super gesessen, muss man ehrlich sagen. Das war wirklich eine schön zum Zuschauen heute. Wie sind die Pläne vom Vienna 1B weiter? Ja, die Vienna 1B hat die Pläne, dass wir, so wie der Fanzanen für die Kampfmannschaft schon hergerichtet wird oder jetzt dann wieder der Stefan Baldier zum Training raufkommen soll. Also unsere Aufgabe ist natürlich Ausbildung, junge Spieler in die Kampfmannschaft bringen, aber trotzdem wollen wir heute auch mitspielen vorne. Also du kannst nur gut ausbilden, wenn du vorne mitspielst, dann kannst du gut ausbilden. Wenn du hinten nach bist, ist das sehr schwierig mit lauter jungen Leuten. Wir spielen trotzdem mit 7, 99, 98 Baujahren, das ist sehr viel. Und dafür haben wir halt heuer 2, 3 Routiniers geholt, die was uns da helfen. Ich bin ein gebranntes Kind, ich bin schon sehr lange dabei beim Fußball, 28 Jahre bei der Vienna. Und wenn du mit lauter Jungen spielst, das geht in dieser Liga auch nicht. Du musst mit der 2, 3 Routinier und mit den jungen Spielern musst du, so funktioniert das Ganze. Dann weiterhin auch für die Vienna 1B viel Erfolg, Herr Fuchs, und danke für Ihre Zeit. Danke vielmals, ich danke, dass Sie da waren. Herr Fiala, heute 5:4 verloren. Wie haben Sie das Spiel heute gesehen? Ja gut, das Spiel muss man ganz klar in zwei Halbzeiten teilen. Erste Halbzeit, wo wir einfach das, was wir uns vorgenommen haben, überhaupt nicht umgesetzt haben. Wir haben gewusst, dass der Gegner sehr junge Spieler hat, technisch sehr starke Spieler hat, ein paar Spieler auch aus der Regionalliga runterbekommt. Und da musst du einfach dagegen halten, da musst du in die Zweikämpfe gehen, da musst du aggressiv sein. Und das haben wir einfach vermissen lassen, hatten aber trotzdem aus meiner Sicht ein bisschen Pech, weil die aus den ersten 5 Chancen 4 Tore machen. Und ja, wir selbst einmal in die Latte schießen und selbst ein paar Chancen haben, kein Tor machen. Dann kriegen wir kurz vor der Pause noch das 5:1 und das war halt dann noch einmal ein Genickschlag kurz vor der Halbzeit. Und ich habe dann in der Halbzeit dann versucht, die Spieler nochmal aufzubauen. Das ist dann ganz gut gelungen mit der zweiten Halbzeit, die wir dann 3:0 gewinnen. Und da haben wir halt dann so gespielt, wie man gegen einen Gegner wie Vienna spielen muss. Einfach mit ein bisschen mehr dreckig, ein bisschen höhere Bälle, nicht alles spielerisch lösen. Und ja, am Ende hat es nicht ganz gereicht, weil ich glaube, ja, wir hatten noch 2 hundertprozentige Torchancen. Wenn einer davon ein bisschen früher drin ist, vielleicht geht noch irgendwas, aber wenn du halt in der Nachspielzeit erst das 5:4 machst, dann wird es schwierig. Aber trotzdem Gratulation, ich meine, mit einem Stand von 5:1 dann doch nochmal 3 Tore rausholen, ist ja auch eine tolle Leistung. Ja, der Charakter der Mannschaft ist ja auch unbestritten. Man kann auch stolz sein, was in der zweiten Halbzeit passiert ist, nur am Ende des Tages steht halt die Niederlage. Und das ist dann schön, dass man 3 Tore nochmal aufgeholt hat, aber am Ende des Tages fahren wir mit 0 Punkten nach Hause und das bleibt stehen. Leider hat es für den ASV 13 heute nicht gereicht, geht 5:4 verloren nach Hause, damit 0 Punkte, aber die Saison hat erst begonnen und wir sind optimistisch, dass die Siege kommen werden. Auf jeden Fall bleibt Hitzing.tv für Sie auch weiterhin am Ball.